Hallo liebe Bonsai-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Black Label Bonsai mit mir Marco. Und heute geht es um das Thema Korkeichen. Letzte Woche habe ich eine Korkeiche als Beispiel benutzt, wie man sich für die richtigen Äste entscheidet, gerade wenn es um Rohware geht, wo noch ja, ziemlich viele Äste dann weichen müssen. Und plötzlich haben wir immer mehr Anfragen auch bekommen zu dem Thema Korkeichen. Und deswegen will ich euch mal ein bisschen zeigen, was wir aktuell da haben, hinter mir schon aufgereiht. Ein bisschen Preise, ein bisschen, ja, was zu erwarten ist in den verschiedenen Klassen. Und noch ein paar Hinweise, Pflegehinweise und auch noch ein Baum, der quasi in meiner privaten Kollektion ist, den ich mit Mark Nolanders angefangen habe zu bearbeiten. Wir haben erstmal diskutiert, Vorderseite, ein paar Schwierigkeiten, also super geiles Rohmaterial, aber ein paar Schwierigkeiten eben auch dabei und wir mussten eine Entscheidung treffen, deswegen auch da für mich immer interessant, nochmal mit jemand anders drüber zu sprechen. In dem Fall eben mit Marc, der ja hier regelmäßig Workshop gibt bei uns. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir so im Sortiment haben. Fangen wir an mit unseren 11-jährigen Korkeichen, die schon in einer Bonsai-Schale stehen. Da haben wir auch gleich mehrere von. Könnt ihr alles natürlich nachschauen online unter www.blacklabelbonsai.de und ja, haben schon eine super tolle Silhouette, aber wenn man reinschaut, sieht man, dass das Ganze doch noch ziemlich unaufgeräumt aussieht, also das heißt auch eher Rohware, die aber schon ja, in einer vernünftigen Bonsai-Schale ist, hat dann den Vorteil, dass die Wurzelmasse schon mal deutlich reduziert wurde. Und man ja direkt eine schöne Schale hat, wie gesagt, mit den Ästen oder hier dran muss man noch arbeiten, aber bei einem Bonsai in der 99-Euro-Klasse, ja, kann man das auch nicht anders erwarten, denke ich. Von daher, mit ein bisschen Arbeit und Zeit kann man hier sehr, sehr schöne Bäume rausmachen. Und auch noch zu empfehlen, auf Bonsai Empire, einer Internetseite, gibt es eine Dokumentation über die Jahre von Heike von Gunst, die auch eine Korkeiche immer weiter gehegt und gepflegt und bearbeitet hat und ein sehr spannendes Ergebnis über 11 Jahre. Das werde ich auch mal in der Infobox verlinken, während ich hier noch eine weitere Variante zeige mit einer blauen Schale. Auch ähnlich wie eben, hier sind schon deutlich weniger Äste, also wirkt schon mal aufgeräumter und trotzdem müsste man sich da noch entscheiden. Hier mal zum Vergleich der Baum von letzter Woche und dann daneben sieht man dann hier nochmal, wenn wir die Rohware unbearbeitet haben, man sieht hier eben diese tollen dicken Stämme, die ja wirklich einen schönen Charakter haben, die Borke ist ein bisschen rissig und schöne helle Bereiche, dunklere Bereiche, also gefällt mir sehr, sehr gut insgesamt die Korkeiche, definitiv einer meiner Favoritenbäume, sind immer grün, kommen aus dem mediterranen Bereich, also das heißt, die fühlen sich dann im Sommer bei Sonne, viel Wasser, Dünger fühlen die sich sehr wohl. Natürlich wird es dann im Winter immer so ein bisschen heikler. Da würde ich sagen, also man sagt, die vertragen ein bisschen Frost, aber wir handhaben das hier so, dass die ins Gewächshaus kommen und bei 0 Grad spätestens geht der Frostwächter an. Von daher kriegen die bei uns keinen Frost ab und wir haben auch letztes Jahr viele überwintert von den Korkeichen hier. Die haben wir Ende letzten Jahres ja schon eingekauft und kein einziges Problem gehabt. Von daher würde ich das dann auch so weiterempfehlen. Und hier habe ich mal einen ganz besonderen Kandidaten noch rausgesucht, der mir richtig gut gefällt. Also vielleicht mit das beste Nebari, schöner Stammverlauf. Da sind wir hier in der Klasse von 299 Euro. Und also wen es interessiert, hier seht ihr auch nochmal die Nummer, 22 Jahre und auch im Shop so zu finden. Also einen heißen Tipp, wer einen richtig schönen dicken Stamm
haben möchte, schön geschlängelt, also für 299 Euro sehr, sehr viel Baum, schöner Baum. Und hier kann man eben nochmal richtig sich austoben, die Äste, wie ich das im letzten Video gemacht habe, aussuchen und sich hier seinen schönen Bonsai gestalten. Also diese 22-jährigen Bäume sind wirklich sehr schön, die stehen bei uns schön sonnig, treiben gut durch, also kerngesund. Und ja, dann sehen wir hier das Exemplar, was ich mit Mark Nolaners schon besprochen habe, als er hier zum Workshop war, aber vielleicht vorher noch den anderen Kandidaten, der nicht in meiner Bearbeitung ist. Da sieht man hier schon mal, was das auch für ein dicker Stamm ist, unter 500 Euro, aber auch ja, eine richtige, also schon richtig ansehnlich. Und ja, man muss hier natürlich noch ein bisschen gestalten, schauen, wie man den Baum richtig aufbauen möchte, aber jede Menge Potenzial. Und wir gehen mal zurück hier, also den habe ich im Sommer, wann war der Markt zuletzt da? Ich glaube im Mai war er hier und wir haben den ja einfach besprochen. Ich habe ihn nur ein bisschen zurückgeschnitten, also jetzt nicht den ganzen Tag daran gearbeitet oder sowas. Ich habe auch 20 Minuten vielleicht gebraucht dafür, aber wir haben so ein bisschen, oder meine Frage war, was könnte die Vorderseite sein, und wir haben uns dann hierfür entschieden. Das hat den Grund, dass eigentlich die Rückseite, die ich gleich auch mal zeigen werde, einfach nachteiliger ist. Und für mich heißt dieser Baum hier Anaconda, weil er sich hier so richtig hochschlängelt, richtig kräftig, dick, und ja, auch die Borke so ein bisschen schlangenmäßig aussieht, finde ich. Und wenn man mal schaut, was hier schon wieder alles durchgetrieben ist, also den habe ich auch wirklich gut zurückgeschnitten und ja, überall wieder ausgetrieben. Und ja, man sieht auch, dass natürlich das Wachstum ist vor allen Dingen ja nach oben hin, also in der Spitze wachsen die Äste dann doch am schnellsten, am besten. Könnt ihr euch ja mal nochmal die Vorderseite hier merken und mir auch euren Kommentar geben, ob das wirklich die beste Seite ist. Also ich habe mich so ein bisschen schräg hier quasi, also dass man einen schönen breiten Wurzelfuß hat. Dann kommt der Baum hier schon so auf einen zu, schlängelt sich weg, kommt dann nach oben und hier im oberen Bereich auch wieder ja, auf mich zu. Das war der Grund für diese Seite. Eigentlich kommt mir hier dieser Bereich zu schnell auf mich zu. Also das ist eigentlich nicht etwas, was ich unbedingt gewählt hätte, sondern vielleicht irgendwo eher diese Seite hier, die wir jetzt sehen. So, ich den Ast mal hier. Also was hier an Wachstum möglich ist, so in einem Sommer, das ist schon auch Wahnsinn. Aber ja, hier die Seite dann auch nicht, eher dieser Bereich. Und dann sehen wir auch gleich, warum ich mich dagegen entschieden habe. Hier haben wir zwei große ja, Bereiche, wo die Rinde abgeplatzt ist. Also die haben wir so bekommen, das verheilt, aber das sind so große Bereiche, das dauert ja, mir einfach jetzt zu lange, bis ich das sozusagen kaschiert habe. Und auch hier oben ist dann der Schnitt besser sichtbar. Also das heißt hier oben, wo der dann irgendwann mal gekappt wurde, ja, das sehe ich hier halt von dieser Seite, kann ich sehen, aber von der anderen Seite, für die wir uns dann entschieden haben, nicht. Wie gesagt, da der Nachteil meiner Meinung nach, dass der Baum relativ schnell auf mich zukommt, wo man ja eigentlich eher möchte, dass der Baum ein bisschen von einem weggeht und dann letztendlich dann den höflichen Knicks macht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie dadurch auch besonders. Jetzt sieht man hier schon, hier werde ich noch weitere Äste jetzt rausnehmen, kann ich gleich mal zeigen. Also hier diesen unteren Bereich möchte ich nicht haben, sondern für mich ist das hier der erste Ast. Dann habe ich hier auf der Seite den zweiten Ast, hinten sieht man auch schon an den dritten. Und dann eben an der Krone muss ich ein bisschen gucken. Ich bin hier ein bisschen schattig unter unserem Pavillon. Ich hoffe, dass man trotzdem alles gut sehen kann. Draußen ist aber sehr sonnig, und wenn ich mich ins Gewächshaus stelle, dann zerlaufe ich. Von daher hoffe ich, dass man so alles gut sehen kann. Und ja, ich werde jetzt hier noch ein paar Schnitte ansetzen,
dann werde ich euch das Ganze nochmal zeigen. Und wie gesagt, wer Spaß hat an Korkeichen ebenfalls, schaut mal auf unserer Webseite blacklabelbonsai.de. Ich werde es auch nochmal verlinken, direkt mit der Suche, dass ihr die komplette Auswahl seht an unseren Korkeichen. Und ja, ist auf jeden Fall ein super Baum, der aus dem mediterranen Raum kommt. Wenn ihr dickere Äste haben wollt, das werdet ihr dann sehen. Auch hier steht der Stamm noch nicht im Verhältnis zu den Ästen. Dann auf jeden Fall durchtreiben lassen. Das macht die Äste schneller dick. Wenn ihr die Verzweigung dann eben fördern wollt, dann immer schön zurückschneiden. Und werdet dann sehen, dass die wieder gut austreibt und dann die Äste wirklich richtig aufgebaut werden. Ja, wenn ihr eben das Überwintern beachtet, würde ich sogar sagen, dass es ein ziemlich einfacher Bonsai ist. Ziemlich einfacher Baum, wenn er schön sonnig steht, dann ordentlich Wasser bekommt und Dünger, wie gesagt, dann haben wir hier auf jeden Fall keine Probleme mit diesen Korkeichen. So, für die Äste entschieden, die auch nochmal alle was eingekürzt, ist jetzt natürlich sehr gerupft und ja, wir warten auf den nächsten Austrieb. Und alles wird sich hier wieder verändern und ich freue mich schon daran weiterzuarbeiten. Auch kein Baum, der jetzt noch im Verkauf ist, sondern eins, was oder einer, der zu meinen Projekten jetzt zählt. Ich hatte noch mit René das Gespräch, dass ich noch einige Bäume immer weiter bearbeiten möchte, auch für Social Media, hier für YouTube. Und von daher werde ich versuchen, weniger von dem, was ich mal gestaltet habe, zu verkaufen, um dann irgendwie immer mal wieder Update-Videos machen zu können. Genauso die kleine Korkeiche von letzter Woche, die tatsächlich kurz danach verkauft wurde. Auch aufgrund des Videos, weil dann gesagt wurde, hey, die sieht ja so aus wie im Video. Dann habe ich ein bisschen Orientierung. Natürlich haben wir dann nicht die von mir bearbeitete rausgeschickt, sondern gefragt, ob wir oder welche andere denn gefällt. Und genau, also das heißt, auch von den anderen Bäumen, die ihr im Video mal gesehen habt, einige werden davon sicherlich bald mal zurückkehren hier. Und ja, so können wir auch hier den ganzen Fortschritt verfolgen. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Natürlich freue ich mich wie immer über ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und das Schönste ist natürlich, wenn ihr uns im Shop unterstützt, also fleißig bei uns einkauft und euch selber zum Beispiel hier so ein Projekt nehmt. Wie gesagt, das wäre jetzt hier meine Empfehlung aus diesem Video. Ich habe es eben gezeigt. Vielleicht ist er nächste Woche schon weg. Vielleicht bleibt er auch noch lange hier. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Video. Bis Sonntag. Ciao.